Hallo und herzlich willkommen zurück zu HD Black Ops TV. Ich möchte euch heute zeigen, wie man in Call of Duty Modern Warfare 3 die Hintergrundmusik abstellt. So, dazu gehen wir einfach in den Computer oder Arbeitsplatz. Dann öffnen wir den Dateipfad, wo Steam sich befindet. Dann klicken wir auf Steam. Steam Apps. Come on. Call of Duty Modern Warfare 3. Und dann in den Miles-Ordner. Da befinden sich die ganzen Hintergrundmusikdateien und die sind halt dafür verantwortlich, dass sie da sind. Und die wollen wir ja nicht mehr, denke ich mir zumindest. Deswegen hat er ja das Video angeklickt. Und ja, wie kriege ich die weg? Einfach umbenennen den Ordner, zum Beispiel miles.alt. Und damit müsste sie weg sein, oder beziehungsweise ist sie auch weg. Oder man tut den Ordner einfach löschen, was ich jetzt mal nicht mache. Ich tue das wieder rückgängig machen. Der Grund liegt einfach dabei, dass ich momentan nur Team Deathmatch oder so spiele und mich da die Hintergrundmusik jetzt nicht stört. Wer aber so in unserer Stirn spielt, der sollte die Musik unbedingt abstellen, denn sie ist manchmal sehr nervig. Ja, damit ist es auch schon getan. Es ist rein theoretisch genauso wie in Call of Duty Modern Warfare 2 und in Black Ops war es glaube ich sogar genauso. Und ja, damit ist hier eine Grundmusik halt abgestellt und ja, ihr könnt ohne Störung dann weiter auf die Suche nach Leuten gehen oder campen und hört die schön die Leute. Und ja, so ist es halt besser. Gut, damit verabschiede ich mich natürlich auch schon und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, euer HD Blacker.